Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Portal Stories Mel, der Didas Mod für Portal 2, in der es um den sogenannten die sogenannte Protagonistin Mel geht, die wir hier spielen. Und wir sind beim letzten Mal effektiv von den Test Tracks entkommen. Der Virgil, dieser Chor, den wir gefunden hatten, der hat uns hier eine Tür geöffnet, die er jetzt wieder verschließt. Sehr merkwürdig. Und hat ein bisschen die Serverräume geflutet, dass die, also künstliche Intelligenz. Okay. Könnte ich auch da lang? Nein, da darf ich nicht lang. Okay, also müssen wir quasi hier lang. Können wir die nicht nehmen? Wow. Und da sind wir wieder. Auf dem Testgelände. Ja, also so wirklich Vertrauen tue ich dem Jungen noch nicht ganz. Wer hätte es gedacht? Aber na, mal gucken. Okay, hier kann man das ausschalten. Kann man schon mal darüber fliegen. Aber wer will denn das schon ausgeschaltet haben? Ich will eigentlich da hoch. Komme ich da hoch? Gar nicht. Weil wenn wir da jetzt reinspringen, fliegt man davor und dann. Dann sind wir ganz schön gearscht. Obwohl, können wir da einfach rüber? Vorher speichern. Ganz wichtig, nicht, dass wir hier alles doppelt und dreifach machen müssen. Nachher das nächste Rätsel nochmal machen. Hat es uns eingesogen. Theoretisch müsste man jetzt darüber jumpen können einfach. Oh, guck mal da. Ist da der Ausgang? Ach. Da fahren Fahrstühle rum. Ist ja cool. So, hier kommen wir auf jeden Fall an einen Würfel ran. Soweit, so gut. Und jetzt kommen wir auf jeden Fall schon mal auf die andere Seite. Was uns das bringt, wir werden es gleich rausfinden. Hui. Das war lustig. Okay. Ja, ganz eindeutig. Machen wir einfach mal so. Ja, weil wir lauffaul sind. Wir denken ja mit Portalen. Wie ist das jetzt andersrum? Ach. Da dreht sich das. Ist ja frech. So, wir wollen jetzt aber erstmal gucken, was es hier sonst noch so gibt. Da wollen wir auf jeden Fall raus. Da müssen wir aber was aktivieren. Was müssen wir da aktivieren? Den Knopf da hinten müssen wir aktivieren. Naja. Was gibt's hier noch? Noch ein Würfel. Wie kommen wir denn an den jetzt ran? Ist ja falsch rum. Warte, warte, warte. Was war das? Der macht da Geräusche. Was soll das? Okay. Das Rätsels Lösung ist eigentlich ganz einfach, hoffe ich. Also so kommen wir auf jeden Fall da hoch. Hui. So, die Fahrstühle machen hier die ganze Zeit Geräusche. Okay. Zack, da haben wir Würfel Nummer 2. Soweit, so gut. Auch recht ersichtlich. Kriegen wir den da so einfach gegengedrückt, wenn wir da das Ding hinsetzen? Aber hallo! Ja, pass auf, dann. Ist doch ganz klippe klar, was wir da machen müssen. Tschack. Und zack. Der wird hier hingestellt. So. Ja, passt. Der bleibt da nicht stehen. Doch, der muss ja da stehen bleiben. Kommen wir da ran, ja. Wie kriegen wir den jetzt da durch? Hä? Jetzt geht... Ach doch, nee. Den können wir nämlich so rum. Und dann trägt er den da weg. Ich denke, das könnte klappen. Das könnte gut klappen. Wir müssen bloß schnell mal... Was mal. Hä? Blödsinn. So, wir müssen bloß schnell mal hier ran. Oder das können wir ein bisschen besser platzieren. So.
Damit wir den immer dahin stellen können. Weil wir selber müssen ja hier oben bleiben. Oh, das wird eine ziemlich knappe Geschichte, du. Aber wir versuchen es trotzdem. Nein, 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 ich will da nicht raus. Okay. So, der ist jetzt da. Das bedeutet, wir können jetzt hier auch... Ne, das ist schon perfekt, genau. Ne, dann wird es doch, ist es doch recht entspannt. So, dann nehmen wir nämlich den einfach weg. Hauen, hier eins hin. Oh ne, können wir nicht. Aber wir müssen doch schnell sein. Alles klar. So. Dann müssen wir doch schnell sein. Wie macht man das jetzt am dümmsten? Weil wir müssen ja hier oben bleiben. Auf jeden Fall muss... Nachdem wir die weggenommen haben, müssen wir ganz schnell Portale setzen. Okay. Und los. So. Ach, das geht ja nicht. Scheiße. Ja, da war ich jetzt gerade ein bisschen schlauer, als ich dachte. Nee, andersrum. Egal. Sinn der Sache ist ja eigentlich, dass ich hier... Wie kriegen wir den dann weg und kommen hier wieder hoch? Das ist halt die Frage, weil der muss ja dann dabei gedrückt bleiben. Wir kriegen das hin. Ganz ruhig. Den trägt das weg. Warte mal, machen wir es nämlich so rum. So rum. Genau. So und so. Ha! Perfekt. Funktioniert alles. I got some control again. There's another list transfer down below. Hold on. Activating the elevator. Now. Elevator car 77. Testing track direction compromised. Alert status 100%. Rerouting remaining servers to biological tracking. Target lost. Rerouting the elevator worked. That got its attention. Sehr gut. Don't expect this to get any easier now. Keep going. There's an easy test track up ahead. Okay. Maybe you can gain some ground on it. Easy test track? Ja, das ist ja... Das klingt ja... Was ist das da? Ach so. Wie? Oh nö. Geht's wieder hoch. Ich dachte, wir fahren runter. Und das wurde gemütlicher. Na gut. Aber wir wollen ja hoch. Wir wollen ja raus aus der ganzen Anlage hier. Wir sind ja quasi mehr oder weniger unfreiwillig aus den 50ern hier gelandet. Wissen wir überhaupt, welche Zeit ist? Ne, ich glaube, wir wissen das nicht mehr. Oder hat er es am Anfang gesagt? Ich keine Ahnung. Schon wieder vergessen. So, und da sieht man, ja, der Bundestag wird regiert von einem riesigen Turret. So einfach. Ja, so. Sieht auf jeden Fall wie Portal 2 aus. Wer hätte es gedacht? Wenn es hier nur ein Mod ist. You can handle a lot of harder tests. This is a brand new introduction track, designed for new test subjects. You should do this really quickly. I've got a plan. Der Test ist mir zu schwer. Okay. Ja, brauchen wir überhaupt Portale dafür? Mel, over here. What? Change of plans. Warum? I found a panel that I can move out of the way. Portal down to that catwalk in the distance. I'll tell you more there. Wo? Da? Da sollen wir jetzt hinporten? Das war auch zu verschluckt. Das war auch zu einfach, um ehrlich zu sein. Aber ich möchte lieber testen. Na gut, dann testen wir halt nicht, sondern gucken mal da runter. So, I was thinking, if this computer has scanners searching for biological substances, maybe there can be some interference? You know, with things like plants? There's an overgrown testing track across the facility that hasn't been converted yet. Okay. If we can get there, I think we can confuse it.
Ich bin hier schon reichlich verwirrt, da brauchen wir nicht. Also okay. Aber wir versuchen es einfach mal. Wir vertrauen dem Jungen, was natürlich überhaupt kein Fehler sein wird. Garantiert nicht? Okay. This again. You can't even open the door. Unbelievable. I gotta do everything around here. Ja, ist ja gut, ich hab's doch schon. Perfect. Just perfect. The button's blown a fuse. Sieht kaputt Maybe aus, ne? If you get up to an upper level, you can get the elevator. Ist das da keine Wand? Nee, das ist eine Röhre. Okay. Ja, dann gehen wir einfach drumrum, oder? Nee. Da können wir auch nicht drum. Moment. Hier können wir Portale schießen, da muss da hier irgendwo was sein, wo wir. Ah, mal gucke. Ja, einfach mit Portal. Zum Glück liegen da solche Holzbretter. Einfach mit Portalen denken. Was ist das hier? Da hat ein bisschen wer was rumgekritzelt. Da fehlt auch eine Platte. Naja. Soll nicht unser Schaden sein. Soll nicht unser Schaden sein. Alright, listen. I was able to hack into that system and run a basic diagnostic before I got booted. The computer okay. is known as the Aperture Employee Guardian and Intrusion System, or AGIS for short. It looks to be a security mainframe, trying to protect the scientists logged into its system. It hasn't been turned on in decades. Das hell. Maybe that's why it's after us, and whatever that last threat is. Maybe it thinks we killed the scientists. Okay. Hat das Ding also alle Wissenschaftler umgebracht oder wie oder was oder was oder wie oder wo geht's hier lang? Kommen wir ja raus! Einfach mit der Pistole daneben, dagegen hämmern. Was soll schon passieren? Na gut. Warum ist hier oben offen? Hm? Was ist das denn? Das Turret, um das Baby zu beschützen. Mega geil. Schön. Oh, in Blau. Ja, in der Farbe Blau erhältlich. Cool. So, hier durft man nicht lang? Ne, hier durft man nicht lang. Hier geht's nicht weiter, also nehmen wir das Offensichtliche. Wir sind zu fett! Oh nö! Okay. Aber wir haben ja unsere getreue Portalgun, die regelt das. The fuck? Ach so. Okay, ist alles nur simuliert. Das ist gut. Gut zu wissen. Moment, wo sind wir jetzt? Ach hier, da ist alles zuge. Ach, das ist ja. Wer baut denn sowas, ganz ehrlich? Was ist das hier für ein. I like, was? Hm, okay. Egal, weiter. Alright. I finally got access to some schematics of this place. I can guide you to that overgrown testing track now to cover our tracks. Head through the corridor to the left. Should take you through the work in progress test chambers. Ja, erstmal. Anarchie. Moment. What? Können wir jetzt hier wieder... Wisst ihr was? Wir probieren es einfach mal. Das interessiert mich jetzt mal. Wir können ja jetzt hier wieder zurück. Das bedeutet, wir machen das jetzt auch mal. War das nicht... War das vorher auch schon offen? Lülülü. Anarchie. Okay. Wir können aber den Würfel mitnehmen. Den brauchen wir bestimmt, ne? Das ist alles ein Test. Und wir brauchen den Würfel in Wirklichkeit. Und jetzt haben wir schon vorgearbeitet. Oder wir haben einen kleinen Begleiterwürfel. Ein Companion Cube. Yay. Der ist aber nicht pink. Weg mit dir, blöder Cube. So. Why on earth is it always such a problem to get from point A to point B when you're outside of the testing tracks? That red laser on the wall seems to be controlling that door. Was können wir da nur machen? Was können wir da nur machen? Oh, guck mal, was ich hier gefunden habe. Ein Würfel, der ganz frei herumsteht und niemandem gehört. Was können wir mit dem wohl machen? Flupp, rein mit dir. Es ist echt... Da denkst du, du hast das entdeckt. Dabei gehört das alles dazu. Tja. Hallo. Viel zu ruhig hier. Viel zu ruhig. Hier passiert hier gar nichts. Hopp. Und du? Great.
Through there is a crappy backstop chamber GLaDOS was designing before her demise. Never finished, but it should at least be working. Okay. Können wir da nicht irgendwie noch andere freche Sachen machen? Wozu sind hier solche Sachen? Die sind doch zu irgendwas gut, oder? Zu irgendwas muss das doch gut sein. Ignorieren wir's. Zack. Hallo, Testkammer. Ich will einen Würfel. Du, 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 du. So, den nehmen wir mal mit. Und, wenn den jetzt mal runter... Muss der unten hin oder oben hin? What? Wie soll das denn jetzt gehen? Opening panels near biological target. Cover, cover. Pit bottom detected. Subroutines unable to control. You dodged a bullet on that one. I told you to be careful. Ja, habe ich gerade so gemerkt. Time might not be so forgiving. Okay, jetzt müssen wir ja auch noch aufpassen, das ist ja frech. Okay. Wie kriegen wir jetzt den Würfel da raus? Kriegen wir uns da rein? Also ja gut, wie wir da reinkommen, ist klar, aber... Fly me to the moon. Moment. Aber nicht in den Laser. Laser macht Autsch. So, können wir jetzt mal... Ein sehr, sehr hübsches Muster ist das, keine Frage. Laser? Verlaser, wie der abgeht. Ach nee, um wieder zurückzukommen, müssen wir... und gleich mal eine neue Frisur bekommen. Ach so. Ja, so kommen wir nicht zurück. Ja, das habe ich jetzt auch gerade gemerkt. Aber so kommen wir zurück. Hui. Ja, ich habe jetzt hier auch nichts, was ich da draufstellen könnte, ne? Moment, was mache ich hier? Hä? So. So, hier haben wir den Würfel. Das müsste ja eigentlich gehen, geht aber nicht, weil hier keine Platten mehr sind. Das ist doof. Wie kriege ich also diesen blöden Würfel da raus? Eine gute Frage, ne? Weil das Problem ist, ich kann den ja nur drücken. Was das hier macht, das drückt ja nur. Also selbst wenn ich hier das Ding hier hinstelle, dann drückt das ja nur hier rüber. Ich müsste es irgendwie umkehren können. Aber das würde so eine harte Testkammer. Und raus bist du und raus bist du noch lange nicht, denn ich habe keine Ahnung. Kann ja auch nichts hinsetzen. Warum geht das da unten noch nicht weg? Das verstehe ich nicht. Wir müssen ja erstmal den Laser hier reinführen, dass der die Tür... Achso, der Laser öffnet die Tür, okay. Das Ding öffnet nur das obere Feld und der sorgt dafür, dass dann Würfel rauskommt. Wir wollen ja darüber. Ah, warte, warte. Guck mal. Höp. Hallo. Jetzt sind wir hier drüben. Und jetzt können wir da das Ding umdrehen. Ja, ja, ja. Oh. Nein. Nein. Einmal Würfel bitte. Komm wieder her. Alles klar. Komm, Würfel, 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 Würfel. Noch ein Stück.
Doch, das müsste passen. So, den erstmal, dass wir wieder darüber kommen. Halt, warte mal. Können wir ja erstmal ausstellen hier, ne? Ey, was? Bitte, was? Jetzt zieht der ja. Ja, der bleibt mal kurz da drauf, denn ich habe Dinge vor. Hui, zack. Das passt schon. Das kann auch erstmal so bleiben. So, dann möchte ich hier und dahin den Würfel von hier abholen. Ich denke, wir sind... So. Ich denke, wir sind dem Ganzen einen bedeutenden Schritt näher gekommen. So, du bleibst genau hier stehen. So. Und ich mach mein Ding. Zack. Oh nö. Verdammt, da war ich zu voreilig. Nach, flickst eine Eins. So viel dazu. Versuchen wir es nochmal. Nicht so schlimm. Wir haben ja genug von diesem komischen Testwürfel. Von daher, was soll das? Was soll der Geiz? So, jetzt aber geduldig, geduldig, geduldig. Zack. Nein. Ah, Würfel, bleib hier. Der haut mir ja einfach ab. Den Teil hatte ich nicht bedacht, aber okay. So, jetzt haben wir das offen. Dauerhaft. Warum sollte ich das dauerhaft offen haben wollen? Totaler Müll. Stehe ich auch gerade fest. Lass mal also. So. Ach so. Ist jetzt kacke. Haben wir es jetzt kaputt gemacht, oder? Wie soll man denn da jetzt darüber kommen? Will ich mal den Würfel neu rufen? Da können wir jetzt auch nicht durchschießen. Oh, haben wir es kaputt gemacht? Geht ja nur das weg, nicht mal das. Nee, das dürfte eigentlich nicht sein. So. GLaDOS ist zu schlau, um solche kaputten Dinger zu bauen. Viel zu schlau, das kann nicht sein. Wir müssen ja eigentlich nicht mehr viel machen. Wir müssen jetzt nur noch den Würfel da kriegen. An den müssen wir ran. Die Frage ist, wie? Können wir uns hier draufstellen? So. Würde ja schon reichen, wenn wir da drüben hinkommen. Moment. Das könnte sogar gehen. So. Okay. Was, warum das jetzt da ist? Das verstehe ich nicht ganz. Damit wir zurückkommen, oder was? Also können wir den ja nicht durchlegen, ne? Oh. I see. Ja, was wir machen können? Wir können ja einfach so wieder zurück. Und dann... So, ja. Warum gehen wir das einfach? Ist bestimmt komplizierter, aber... Keine Ahnung. Mir jetzt egal. So, dann nehmen wir den und den. Und fliegen darüber. Wusch. Ach so, ich brauche den zweiten Würfel hier noch, sonst wird das nichts. Ah, alles Paletti. Ja gut, den haben wir ja auch schon. Zack. Ta-ta-ta-ta-ta. Wupp. Wupp. Schwupps-di-wupps-di-wupps.
Ja, doch, müsste eigentlich passen. Summ, 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 summ. Der muss jetzt nur noch richtig platziert werden. So. Und. Und offen ist die Tür. Zack. Ich weiß jetzt nicht, warum er das da hinten brauchte. Vielleicht als Sicherheit. Auf jeden Fall ist es möglich. Ja. Fertig. Ja, werden wir mal sehen, was passiert, wenn wir den. Well, he's in for a nice surprise. There are tubes on the side you can use to get towards the overall testing track. Wir benutzen einfach den Fahrstuhl oder nicht. Wir werden sehen in der nächsten Folge. Ja, dann mal gucken, probieren wir mal ein bisschen rum. Und bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und würde sagen, bleibt schön cremig, bleibt cremig und denkt mit Portalen vor allem. Das ist das Wichtigste, das wollte ich sagen. Und haut's rein und ciao, ciao.